Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Heute am Weißen Sonntag, am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, sende ich Ihnen freundliche Grüße aus dem Neukloster. Ich stehe beim Taufbecken, weil wir gerade in diesem Gottesdienst 4 Schulkinder durch die Taufe in die Gemeinschaft mit Gott aufnehmen konnten. 3 von ihnen werden in einem Monat die erste heilige Kommunion empfangen und der kleine Bruder ist auch dabei, sodass es ein besonders schöner, familiärer Gottesdienst war, wo 4 Kinder bewusst die Annahme durch Gott in der Taufe erlebt haben. Und das passt sehr gut zu dem Thomas, der heute im Evangelium genannt worden ist. Sie wissen, das ist der eine Apostel, der bei der Auferstehung Jesu nicht dabei war und eine Woche später dann selbst erfahren hat, ja, der Herr lebt und Christus hat den Tod überwunden. Das ist für mich ein sehr bedeutsames Zeichen. Jesus nimmt jeden Menschen an, egal wann er sich für den Glauben entscheidet, egal auf welche Weise er zum Glauben kommt. Und der heilige Thomas ist für mich ein Symbol, ein Vorbild für so viele Menschen, denen es nicht so leicht fällt, zum Glauben Ja zu sagen, die vielleicht zweifeln, denen es schwer fällt, alles mit Jesus gemeinsam zu leben. Aber gerade der heutige Sonntag zeigt uns, Gott nimmt uns immer an. Es ist nie zu spät, zu ihm zu kommen. Und das ist doch ein wunderbares Bild der göttlichen Barmherzigkeit, die uns heute besonders geschenkt ist. Das Wasser der Taufe ist für die 4 Kinder damit zu einem Wasser des Lebens geworden, zu einer Erneuerung des eigenen Lebens, zum Ja sagen zu Gott. Ich wünsche das Ihnen auch. Lassen Sie sich zu Ostern dieses Wasser des Lebens, das Wasser der Freude, die göttliche Barmherzigkeit von Neuem schenken. Und wenn immer es Ihnen möglich ist, schenken Sie die Freude weiter, dass auch andere Menschen durch Sie Gottes Barmherzigkeit erleben. Halleluja! Einen schönen weißen Sonntag, alles Gute und Gottes Segen aus dem Neuklöster.